Hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr seht. Hier wieder die Luzifer News aus Braunschweig nach einer kurzen Pause, weil man hier den Saft runtergedreht hat und die Meinungsfreiheit behindern wollte. Sind wir wieder da. Wäre auch kein Problem gewesen. Ich hätte schon einen anderen Rechner besorgt, um daran zu bringen. Ja, das heutige Thema ist Nazi-Terror in Braunschweig. Ich wollte eigentlich schon vor geraumer Zeit was dazu machen, aber sollte mich ein bisschen zurückhalten. Aber jetzt wird es akut. Man hat mir gesagt, man möchte jetzt den Beitrag gesendet haben. Und zwar haben wir massive Probleme im Bereich von Übergriffen von Neonazis. Und zwar im Bereich Mascherode. Das ist ein Ortsteil von Braunschweig und zwar sind die Bürger da sehr kritisch und ja, fordern ihr Recht. Auf jeden Fall haben die arge Probleme und zwar werden denen in die Autos Hakenkreuze geritzt. Das gleiche Problem haben wir an der Uferstraße. Ich möchte euch dazu noch mal ein paar Bilder zeigen, ja, die jetzt dazu kommen. Bitte. In der U-Bahn kreisen Sprüche. Jo, wie gesagt, das sind hier die Lackratzer. Zum anderen hat man auch PKWs und LKWs angezündet. Die zeige ich euch jetzt hier. Der Pater. Und in den Kneipen erzählen sie Witze, brutale Witze und lachen kalt. Und sie beschließen. Ja, weiterhin finden sich an der Einfahrt zur Uferstraße an dem Mauerstein so Strichmännchen. Man könnte sie zwar auch als Gaunerzinken bezeichnen, aber eher sieht es aus, als wenn da Männchen gezeigt wird, was aufgehängt wird. Solltet ihr euch mal angucken, die Bilder kommen jetzt. Im Geschichtsunterricht gähnen sie lahm. Auf den Straßen und im Ja, das Problem dabei Fußballstadion sind fangen sie teilweise, wieder an dass zu in der schreien. Uferstraße Sinti und Roma leben, die davon betroffen sind, aber auch Deutsche und auch Schausteller. Und zwar vermutet man, so hat man mir das weitergegeben, dass es sich um den Bau des Spaßbades, unser Bürgermeister, CDU-Bürgermeister und MPD-Jurist, möchte da nämlich ein Spaßbad bauen. Und anscheinend sind die Bürger da hinten in der Uferstraße ein störendes Objekt und so hat man dann auch, sage ich mal, die Bäume an der Wasserstelle gefällt und ich konnte dann noch ausarbeiten, dass am 31.12. noch eine Isolierung für die Wasserstelle kommt, damit die nicht einfriert. Die Bilder zeige ich euch jetzt. Also damit zu tun hat, habe ich diverse Unterlagen gekriegt, die schon gesichert sind und auch ins Ausland transportiert worden sind. Aber ich möchte euch hier nicht mit Unterlagen nerven oder quälen. Ich habe da diverse Filmaufnahmen. Das ist also schon eine ganze Zeit um diese Uferstraße geht, habe ich also eine schicke Filmaufnahme gefunden, die das vielleicht besser belegt als die Beweise, die ich gekriegt habe. Um euch hier mit Blättern zu zeigen. Bitte hier mal die Filmaufnahmen. Gesagt, ich habe Unterlagen gekriegt, die belegen, wer da dran beteiligt ist. Das ist also, werde ich vielleicht demnächst mal bringen. Inzwischen sind auch sage ich mal, behinderte Leute angegriffen worden, zwei Rollstuhlfahrer wurden zusammengeschlagen in der Uferstraße, unter anderem wurde auch ein Türke zusammengetreten, soweit man mir berichtet hat, von mehreren Leuten, der sich da aufgehalten hat und Briefkästen in die Luft gesprengt oder weggesprengt worden. Man setzt die Bewohner der Uferstraße also massiv unter Druck und wie gesagt, es ist also
soweit schon fast zu belegen, dass es mit dem Bau des Spaßbades zu tun hat. Und es wird da also wirklich massiv was gegen zu tun. Ja, wie gesagt, ich mache hier den Bericht rein. Das Witzige ist, wenn die Polizei gerufen wird, die kommt meistens dann, wenn die Täter schon weg sind. Was auch Belege gibt, dass hier also in Braunschweig eine Neonazi-Wohnung hochgenommen wurde mit Waffen und Fahnen. Aber nicht von der Braunschweiger Polizei, sondern von der Göttinger Polizei. Und dazu mache ich euch den Link in die Menüleiste mit rein, dass ihr das auch nachlesen könnt, dass ich hier keinen Mist erzähle, sondern das ist Fakt. Ja, was soll man sagen? Wie gesagt, ich bin dabei und versuche die Herrschaften zu unterstützen, gerade weil die Sinti und Roma ja schon Nazi-Verfolgte sind und eigentlich ein Wohnrecht da haben. Ich werde dazu nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genaueres bringen. Ja, soweit so gut zum Nazi-Terror hier in Braunschweig. Ja, ich wünsche allen Zuschauern und Freunden der Lucifer News eine schöne Woche, einen schönen Tag. Bleibt schön sauber, damit wir uns bald wieder sehen. Zu den nächsten Lucifer News. Ciao!